Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine schöne Aufgabe für mich, im Rahmen der Urban Future 2050 diese Abendveranstaltung zu eröffnen. Denn es gibt mehrere Gründe dafür, dass Sie die ganze Konferenz, aber auch die Abendveranstaltung mit den Zukünften europäischer Städte und Megacities heute richtig liegt. Und zwar ja praktisch kurz vor dem Datum, ein Jahr vor Rio plus 20. Und ich erwähne das deshalb, weil ja vieles, was heute in Richtung nachhaltige Entwicklung in Gang gesetzt worden ist, dort im Wesentlichen den Ausgangspunkt hatte. Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass die Rio-Konferenz 1992 in einer Weise auch die Welt mit verändert hat. Natürlich gibt es da viele Vorläufer, die auch erwähnt werden müssen, das will ich hier nicht tun. Aber dort war meiner Ansicht nach das einzige wirkliche Zeitfenster, wo es möglich war, die Rio-Deklaration und die Agenda 21, die Walddeklaration, die Konvention für den Klimawandel und insbesondere auch Fragen des Technologietransfers so zu behandeln, wie es behandelt wurde. Ich glaube, es hat nie wieder ein Zeitfenster gegeben, wo man hätte die Chance wahrnehmen können, dass 193 Länder die Agenda 21 und die Rio-Deklaration ratifizieren oder unterzeichnen. Über die Relevanz kann man sicher streiten, aber es ist ein Dokument, auf das man sich eben in den letzten 20 oder 19 Jahren beziehen konnte. Und das ist wichtig. Wir haben zum Beispiel in Deutschland in praktisch allen Bereichen von der Bundesregierung über den Bundestag, über die Ministerpräsidentenkonferenz, über die Länderministerien, über die Länderparlamente bis hin in praktisch alle Kommunen Beschlüsse gefasst, die die Rio-Konferenz und die Agenda 21 unterstützen. Auch da möchte ich wieder in gewisser Weise relativieren. Die Unterstützung heißt nur lange nicht, dass da alles umgesetzt wird oder viel umgesetzt wird. Leider ist es so, dass natürlich, wenn man es mal unter dem Strich sieht, beispielsweise, ich will jetzt auch die deutsche Situation kurz erwähnen, mit dem meiner Ansicht nach wirklich guten Dokument Perspektiven für Deutschland, der Weg in die Nachhaltigkeit in Deutschland, und wir haben untersucht, wie das insgesamt in den europäischen Staaten aussieht, hervorragende Dokumente vorhanden sind. Wenn man dann allerdings abprüft, was ist davon umgesetzt, kommt man vielleicht so auf 8 bis 12%. Und das ist natürlich leider traurig. Und ich glaube, wir sollten heute hier uns insbesondere auch um die Umsetzungsfrage bemühen. Gleichwohl, die Dokumente sind da und selbst die Agenda 21 hat ja damals schon ein Aktionsprogramm auf den Tisch gelegt, was viel detaillierter ist, als die meisten das immer wahrgenommen haben. Das ging um Bildung, es ging um natürlich Energie, es ging um Armutsbekämpfung, es ging um die Mobilisierung der Zivilgesellschaft und so weiter und so weiter. Und von daher glaube ich, dass wir da eine sehr gute Ausgangssituation haben. Lassen Sie mich ganz kurz noch was zur Konferenz sagen. Ich glaube, dass wir nicht immer nur jammern sollten, sondern auch mal sehen sollten, es gibt Fortschritte. Und es gibt auch Fortschritte in den Städten. Wenn Sie mal versuchen, die Repräsentativbefragungen von Menschen, jetzt spreche ich von Europa, speziell auch von Deutschland, zusammennehmen, dann werden Sie feststellen, die höchste Lebensqualität wird subjektiv in Städten etwa zwischen 80.000 und 200.000 Menschen gesehen. Das ist immer wieder das gleiche Ergebnis. Und wir haben, glaube ich, in Europa eine ganze Reihe von Städten, die dafür stehen. Ich möchte mal einige nennen. Da ist zum Beispiel Freiburg, da ist Heidelberg, da ist Todi in Italien, da ist Montpellier. Da ist in der Schweiz zum Beispiel, Genf ist natürlich schon etwas größer, und es gibt eine ganze Reihe von Städten, die in dieser Größenordnung sind. Oldenburg zum Beispiel auch in Deutschland, Göteborg spricht dafür und so weiter, die tatsächlich zeigen,
wie eine Stadt, jetzt mal in dieser mittelgroßen Klasse, gut funktionieren kann, und zwar insbesondere auch nachhaltig. Das heißt nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch, sozial und kulturell. Und wenn wir in die größere Klasse hineingehen, sagen wir Städte zwischen 500.000 und 2 Millionen, auch da gibt es eine ganze Reihe von interessanten Städten, die heute schon durchaus gewisse Beispiele abgeben können, um als Muster von Zukunftsstädten zumindest im Ansatz her gelten zu können. Ich will mal nennen Lyon zum Beispiel in Frankreich oder Barcelona in Spanien. Oder die Städte in Deutschland, Düsseldorf steht immer ganz hoch in der Weltbewertung einer Stadt zwischen 500.000 und einer Million, Hamburg, München und es gibt sicher noch andere, Kopenhagen und so weiter. Also wir sollten auch sehen, es gibt heute schon gute Beispiele, an denen man sich zumindest in vielen Bereichen orientieren kann. Und dann kommen wir zu den Megastädten. Und da sieht es natürlich erheblich anders aus. Aber auch da möchte ich mal zeigen, dass es nicht nur Negativentwicklung gibt. Die Zahlen sind Ihnen ja allen bekannt, dass wir 2050 spätestens 80-85% der Menschen in den Städten haben. Und Städte sind nun mal das entscheidende Moment unseres Planeten, denn dort wird Politik gemacht, dort wird die Wirtschaft forciert, dort wird natürlich auch der große Ressourcenverbrauch angekurbelt und so weiter. Das heißt also, die Städte sind schon der entsprechende Kumulationspunkt. Und hier möchte ich jetzt mal eins vorwegnehmen, was eine wichtige Zahl ist. Wir haben, meine Damen und Herren, im 20. Jahrhundert in den Industrieländern es erreicht, dass die Arbeitsproduktivität, die Produktivität pro Arbeitseinheit um 4.500% gesteigert wurde. Das heißt, einfach übersetzt, was früher 45 Menschen gemacht haben, macht heute einer oder eine. Wir haben in diesem 20. Jahrhundert die Ressourcenproduktivität höchstens um 5 bis 60, 70% erhöht. Und ich sage heute ganz klar, wenn wir es nicht schaffen, dass in den Städten und überhaupt in den industriell geprägten Ländern, jetzt in Richtung Wissens- und Wissenschaftsgesellschaft tendierenden Ländern, es erreicht wird, dass wir die Ressourcenproduktivität nicht ähnlich steigern wie im 20. Jahrhundert, dann werden wir allerdings wirklich nicht zukunftsfähig sein. Aber das ist möglich. Und deshalb bin ich eigentlich doch recht optimistisch, dass das machbar ist. Und nun vielleicht noch eine Anmerkung zu den Megacities. Es gibt ja den sogenannten Asian Green City Index. Und da hat immerhin einiges an Verbesserung deutlich gemacht, was auch in Megacities in Asien zum Beispiel gelaufen ist. Also zum Beispiel wird ja an der Spitze Singapur gehandelt. Aber selbst Städte wie Hongkong, Osaka, Seoul, Taipei, Yokohama haben echte Fortschritte gemacht. Und dieser Green City Index ist ja nicht nur ein ökologischer Index, sondern er ist schon teilweise eine Art Nachhaltigkeitsindex. Und ich glaube, wir sollten auch sehen, es ist möglich. Es sind wirklich Chancen drin, bei aller Dramatik, die sich in Städten wie Tokio, wie Sao Paulo und sonst wo, Kairo und so weiter abspielen. Vielleicht noch eins, selbst in Lateinamerika, da gibt es ja den Latin America Green City Index, da sind auch durchaus Fortschritte zu erzielen. Selbst in einer Stadt, bei der man noch vor 15 Jahren gesagt hat, sie ist rettungslos verloren, Mexico City, hat es enorme Fortschritte gegeben. Juritiba in Brasilien ist eine Vorzeigestadt. Und die hat ja auch die Spitze des Latin America Green City Index erreicht. Und die machen immerhin schon 30 Jahre lang nachhaltige Entwicklung. Zumindest versuchen sie es und mit durchaus Erfolgen. Was wird gebraucht? Und damit will ich dann aber auch Schluss machen. Wir brauchen heute integrative Systeme. Das heißt zum Beispiel ein integratives Energie-Wassersystem. Energie wird häufig viel zu isoliert gesehen und insbesondere wird dann immer nur der Strom gesehen, sondern wir brauchen ein integriertes Strom-Wärme-Wassersystem.
Das hängt sehr eng miteinander zusammen, darauf möchte ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Aber die Wärme wird häufig also wesentlich vergessen, obwohl 80% zum Beispiel in den Haushalten in die Wärmeproduktion gehen, in die Wärmenutzung gehen. 80%, also Heizung und Warmwasser, jetzt speziell in Mitteleuropa. Wir brauchen ein integriertes Mobilitätskonzept. Ich will Ihnen nur ein Beispiel geben. Wir hatten schon vor über 20 Jahren sogenannte Modellstädte, fahrradfreundliche Modellstädte. Und da ist es erreicht worden, dass zum Beispiel eine Stadt wie Münster, immerhin 450.000 Einwohner, 42% der Verkehrsleistung, das ist also Person mal Kilometer, mit dem Fahrrad bewältigt. Das war vorher völlig undenkbar. Der Durchschnitt der deutschen Städte und der europäischen Städte liegt etwa zwischen 8 und 12%. Wir hatten Erlangen, wir hatten Detmold, die 36%, 33% erreicht haben. Also hier sind ungeheure Potenziale, natürlich auch was dann die Integration des öffentlichen Nahverkehrs anbelangt mit dem Individualverkehr und so weiter. Wir brauchen weiterhin, vor allen Dingen natürlich in den Megacities, ein integratives Bildungssystem. Und zwar vom Kindergarten bis in die berufliche Bildung, bis in die Hochschulausbildung. Wir brauchen ein integratives System der Gesundheitsentwicklung. Und in diesem Zusammenhang, glaube ich, muss klar werden, es hat keinen Sinn, immer nur isolierte einzelne Entscheidungen zu treffen. Die mögen durchaus sinnvoll sein, aber man muss zumindest als Zielsystem ein integratives System haben. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen auch der Heinrich-Böll-Stiftung und meiner Kollegin, die hier kräftig mitgewirkt hat, Frau Drewes, ganz herzlich begrüßen. Ich möchte Sie auch im Namen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung begrüßen und übergebe jetzt an den Moderator, Herrn Stefan Schurich. Herr Schurich ist im Staff des World Future Council zuständig für Energie und Klima. Und ich glaube, da haben wir einen höchst kompetenten Moderator, der auch sehr gut über die Entwicklung von Städten Bescheid weiß. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Kreibich, für die einführenden Worte. Ich sehe mich natürlich heute in der Rolle des Moderators, das heißt, meine eigenen Ansichtspunkte in Sachen Urban Issues werde ich eher zurückstellen und versuchen, eine lebhafte Diskussion hier auf dem Panel zu ermöglichen, aber auch von Ihnen Fragen mit hineinzunehmen, sodass wir am Ende das Gefühl haben, wir haben in den nächsten 70 Minuten wirklich das Entscheidende herausdestilliert. Sie haben es bereits beschrieben, Herr Kreibich, das Thema Städte ist das Thema des Jahrhunderts. Wir haben es vielfach diskutiert heute und werden es morgen weiterhin diskutieren. Ich darf Sie von meiner Seite auch noch mal ganz herzlich begrüßen und vielleicht auch beglückwünschen. Es ist spät abends, ich weiß, Sie haben sich aber auf den Weg gemacht, hierher zu kommen. Ich glaube, Sie werden hier eines der interessantesten Themen überhaupt der nächsten Jahre mitdiskutieren und mitdenken heute Abend. Denn es ist gesagt worden, der Großteil der Bevölkerung oder die Mehrheit der Bevölkerung lebt in Städten. Der Großteil der zu erwartenden Weltbevölkerung in den nächsten Jahrzehnten wird in Städten leben, vor allen Dingen in den Megacities oder vor allen Dingen in den Städten in Entwicklungsländern. Und man kann es so ganz einfach sagen, wenn wir es nicht schaffen, die Städte in nachhaltige Systeme, in regenerative Systeme umzuwandeln, dann können wir den Rest auch vergessen, sehr platt gesagt. Und insofern ist die Frage, die wir uns hier stellen, sowohl auf der Veranstaltung gestern, also heute und morgen von der Heinrich-Böll-Stiftung, als auch hier auf dem Panel, von absoluter Wichtigkeit. Vielleicht nur noch mal zwei Zahlen mit in die Runde gegeben, die Sie aber vielleicht schon kennen. 80% aller Ressourcen im Moment werden von Städten absorbiert im Moment. Und nur mal, um eine Vorstellung zu bekommen, in den letzten 100 Jahren hat sich die Weltbevölkerung vervielfacht oder vervierfacht. Das heißt, der zukünftige Anstieg der Weltbevölkerung wird in diesen Städten kommen.
Wir werden heute Abend die entscheidende Frage stellen, was können eigentlich Städte in Entwicklungsländern oder was können Megacities lernen von Städten in Europa, von Positivbeispielen. Und ich glaube, wir haben ein exzellentes Panel dafür. Wir haben zwei Representatives aus den Entwicklungsländern. Wir haben einen Teilnehmer, eine Teilnehmerin, die große Einsichten hat in die größte Weltwirtschaft, in die größte Emerging Economy, nämlich China. Und wir haben einen Repräsentanten aus der Exportnation Nummer 1, nämlich Deutschland. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, was kann tatsächlich in den Megacities gelernt werden von den bereits beschriebenen positiven Beispielen. Ich darf Ihnen vorstellen, Magali Menant. Sie ist, wie sie mir gesagt hat, Französin, aber Repräsentantin der Außenhandelskammer, der Industrie- und Handelskammer Deutschlands in Shanghai und das seit 2002. Sie hat also wirklich sehr, sehr guten Einblick in die Stadtpolitik in China. Wir haben Dr. Abeba Yehu Asefa aus Addis Abeba, der an der Uni lehrt im Bereich Technik und Energiegewinnung und selbst aber die erneuerbaren Energienindustrie in Äthiopien gut einschätzen kann, weil er selbst dort in Projekten involviert war. Wir haben Saif Ul Haq aus Bangladesch, einem Entwicklungsland, Architekt, kennt sich also sehr gut aus mit dem Bauen, aber das ist ihm auch besonders wichtig, nicht nur dem Bauen, sondern dem Bereich Urbanisierung. Und zu guter Letzt den Repräsentanten aus Deutschland, Michael Knoll vom Institut für Zukunftsforschung und Technologiebewertung, der seit 20 Jahren in diesem Institut an den Bereichen Transformation von Wissen, auch speziell im Bereich Städte forscht und da uns sicherlich einen sehr, sehr guten Einblick geben kann darüber, wie Change-Prozesse, wie auch Wissenstransfer von Städten in andere Städte und von verschiedenen Teilen der Welt geschehen kann. Das soll es von mir erstmal sein zum Auftakt, damit wir nicht viel Zeit verlieren. Gebe ich das Wort an Magali Menant. Und zwar wird sie uns Einblicke geben in die Frage, können also Positivbeispiele aus Deutschland, Spanien oder aus denen, die genannt sind, tatsächlich greifen in so großen Ländern wie China. Many thanks for this great introduction, Mr. Sheikh. Ladies and gentlemen, good evening. I will speak in English and I hope this is fine for every one of you. I think we've agreed on the panel since we are majority that actually prefers English to do so. If anybody needs maybe a simultaneous translation, please use the time now. So as mentioned, first of all, I'm working for the German Chamber of Commerce, so that might be a little bit an interesting constellation here in this conference where mostly architects, planners, or city planners are here. I'm pretty much a generalist. And on the second point, I'm here one of the only participants representing China, and I'm not Chinese, so I think you might be disappointed here to start with. But I will try, as mentioned, to give perhaps some perspective. I think China was pretty much on the discussion during the whole day. There were quite some interesting comments made by my colleagues before, and I would like to put in perspective urbanization in China, what is currently happening, and also give some insight, as mentioned, about in the frame of our work, what we think can be applicable for China, can be perhaps transferred in terms of ideas, in terms of frameworks coming from European cities, but at the same time to look at, let's say, what are the challenges and where actually the one-to-one would not work. Perhaps so that you know what the German Chamber actually is doing in this field, because it might not seem obvious, we are helping German companies to get into the Chinese market. And since Germany is one of the pioneers in the field of green tech, environmental technologies, it is quite a strong focus for our German Chamber to look at models that we can have, concepts, in order to help Chinese cities with German technology. So we've been looking in the past at China's urbanization, at let's say what is happening in terms of green architecture,
green building especially, and sustainable urban development. I would like to give you some couple of, let's say, figures just to put in perspective what has been discussed today. As we've seen on previous charts, the population that lives in cities in China is pretty much by far the largest among all the countries. We have currently about 45% of the Chinese population living in cities. That's pretty low compared to 70% in developed countries. That would mean that in the next 10 years, 160 million people will come to cities. That's 15 million per year. Alone last year, alone in Chongqing, one of the cities you might have heard of already, 1 million people came into the cities. What does that mean for China? Of course, it exacerbates the, let's say, resources issue that we have overall and in the cities. It exacerbates also, of course, and exerts pressures on all services that are offered in cities. At the moment, we have about 660 cities in China, a big majority of them with having millions of, let's say, inhabitants in terms of population. It is important to note that, of course, the topic of sustainability is a major issue, but at the same time, China has to balance with the social issues. So one of the problematic will not be only to build green, but also to provide services, and that doesn't include only the infrastructure such as sewage or roads or any kinds of other infrastructure, but also social security, education, and security. And that's actually the biggest challenges for China's cities at the moment, to consider, let's say, that 600 million people have social security, but the rest of the population doesn't have. And what happens with the 200 million migrant workers that are somewhere in between and don't belong to any system. One point also that we haven't discussed much today and I find actually crucial for China's development will be the aging population. In 2050, we will have over 30% of the population that would be actually over 65. This is actually a problem that doesn't really touch upon other developing countries, but actually it's a developed world problem. This is due, of course, to China's one-child policy. And this actually is a huge concern, not only for raising the issue of pensions, but also on planning cities, how to plan cities for the seniors. So this is just to bring a little bit of perspective on what is happening. I wanted to give an idea about what has been done, and I think Professor Kreibisch has just described it. I think we should also imagine, let's say, the scale and the size of things as well as the speed in which it has been done. Not everything is negative, and we have to put into consideration that China has put also a lot of efforts, and it's not easy to cater this massive population in the cities. Just to give some examples, over the last 5 years, in the five-year plan, we had a disposable income of the society, of the urban population raising by 10%. In the next 5-10 years, it would be again doubled. We have better social security system, education, 20% energy saving per GDP unit. So this was one big goal of the previous plan, and it has been by far actually almost reached. Most environmental indicators are going in the right direction, some not. Of course, we've heard about it. Just as an example, in Shanghai alone, we had in the past 5 years about 10 metro lights being built. This is a huge and very rash dynamic. If you consider not only the metro system in the city, but also the fact that now Shanghai is connected to a radius of 300 kilometers around it in 1 hour time. There's a huge amount of high-speed rail that has been built to connect the cities and to make actually a very good network around it. And overall, sewage treatment, for example, just to name a figure on environmental infrastructure, has been raised to 75% in the urban area. I've read also some figures from the UN saying that
with let's say the Asian countries, China has been by far the best to reduce, let's say, population living in slums. About 60 million people have been actually taken out of slums in China alone. Just to say a couple of things that, of course, are supposed to cheer us up. After having heard about all the main problems and main issues, not everything is, let's say, bad. Of course, those are, let's say, main figures. There's always another side to the coin, and I'm not trying here to praise China on it. I'm just saying it's a difficult job in view of the sheer size of things. China is building 2 to 3 billion square kilometer per year. This means it has to be built fast, and it has to be built, let's say, in a very rash way. Just to put that in perspective, that means we build Rome in 2 weeks. That means that actually China, over the past 15 years, has built the whole size of the building stock of Europe. So in order to basically think about building quality, green buildings, we have to admit that in the frame of the time that we have, and in the frame that of the size and the scale we have to take care about, it is actually a difficult job. Perhaps an interesting figure, because that might surprise a lot of people, we have actually 30 square meter per head in China in terms of residential area. Just like in comparison, it's 10 square meter per head in India, and 88% of private owned residential areas. So it's actually a very high rate of privatization here. Now, of course, all that is not good, and there is a huge challenge. The huge challenge is, of course, quality, and it starts at every state. The decision-making process fails in many ways. The planning, the architecture is not ideal, as well as, of course, all the way down to the construction site where we don't have, let's say, quality and well-trained people. Main challenge, sustainability. I will go fast, don't worry. Perhaps the main challenge in the other side, I already mentioned it already, the social security. What I would like to bring for the discussion is perhaps where is China heading to? I think we have seen over the past years and the last plan that China has acknowledged the fact that it cannot in terms of survival, not do anything against without looking at environmental considerations. It has actually realized, and this is not because of environmental, let's say, international pressure, and it has not realized that because it has, let's say, from other side heard it has to do it. It has basically acknowledged the fact that it's costing the economy and its economy too much not to do anything about it. So we believe that there is at the moment a good consideration about the issues. The new plan, the 12th five-year plan that has been put on, mentions actually the social balance, inclusive growth, together with sustainability as a main topic. What I would like to do today is just to bring in the discussion, maybe later, what actually can be done from the side of, let's say, European cities, European companies, to help Chinese cities in order to achieve this inclusive growth and this sustainability. And I think there are a lot of examples whereby we have tried to put together best practices, to show best practices to Chinese cities, and some have well functioned and some have less well functioned. One simple example, and I would say maybe I have just three short examples, how cities learn from each other. First of all, Beijing had a huge congestion problem. One can see basically it's an enormous traffic jam constantly. They looked at examples, for example, from London. So it means cities are going abroad looking at examples from other cities. We've heard that today. And finally, looked at the example of Shanghai and took the example of Shanghai to actually auction name card license plate for cars. It is actually a closer example than the example in London, because it's actually a city that looks like Beijing, or that is closer. This is the learning effect. The learning effect is, of course, in my opinion, and basically in this kind of processes, easier when we are looking at cities that are closer to us. So I think the learning effect can be done easily in China, within China, or within Asia. Another issue is when we talk to the Shanghai Construction Commission and Transportation Commission and we ask what is the biggest issue, is the bicycle problem.
all the European cities are coming back to bicycles, whereas actually on the other side, China is actually getting rid of the bicycles on the road. Why is that so? Is that because we can't transfer good best practices? I think it's just simply because it's human. Human behavior, we all have to run and learn from our own mistakes and not actually learn from experiences or mistakes of others. So this is the second point. And last but not least, looking at providing concepts from Germany, for example, to China, we have to look at adapting to local considerations. There have been plans and city built according to German, let's say, building codes or building, let's say, not codes because finally it was not really implemented, but according to German traditions. It didn't work out. 10 years later, the city has ghost town, completely ghost towns. Why? They realized that we cannot transfer one to one, simply. But of course, I think there are plenty of ways to find better approaches. And I think the better approaches is to consider what are the local solutions. We can talk about it during the discussions. And I think what Professor Kreibisch also mentioned, there is a big chance and a big opportunity to transfer things that are actually very good here in Europe and then know-how that we have that would be needed in China. And this is pretty much all the concept of integrated design in the buildings, integrated design in districts and in cities. I'm happy to discuss that with you. I'm sorry to have overcrossed my time and enjoy the evening. Magali, vielen Dank. Vielen Dank für die beeindruckenden Zahlen aus China. Vor allen Dingen habe ich gerade gelernt, dass es dort schon mehrere Roms geben muss, wohin wir in Europa nur eins haben. Das ist schon allerhand. Ich habe allerdings eine kurze Frage. Nun ist es sicher so, dass China oder chinesische Stadtplaner einiges lernen können von Beispielen in Europa. Es ist aber auch andersrum so. Also wenn man sich anguckt, wie viel Anteile China an solarer Wärmeerzeugung hat beispielsweise, dann geht das, glaube ich, 65% der weltweiten solaren Wärmeerzeugung werden in China gemacht. Warum können wir nicht sozusagen im Rückgriff auch wiederum davon lernen und gleiche beeindruckende Zahlen hier in Deutschland realisieren oder in Europa? So jetzt über, warum können wir nicht also weitere Beispiele haben oder über deutsche Technologie, meinen Sie? Ja, also funktioniert der Austausch in beide Richtungen? Also ich glaube schon, dass der Austausch in beide Richtungen geht. Mittlerweile auch sind also jetzt Beispiele, wo China dann seine eigene Industrie aufbaut. Ich glaube schon, dass das Beispiel von Solarthermie ganz interessant ist. Ich glaube dann, dass da ein Beispiel von einer sozusagen kostengünstigen Technologie und deswegen also groß anwendbar in China ist. Ich glaube schon, dass jetzt im Bereich der Solar Photovoltaik also jetzt momentan nicht der Fall ist, weil es gibt auch andere Märkte, wo man das exportieren kann. Sobald das nicht mehr der Fall ist, dann wird das China auf jeden Fall aufbauen. Was vielleicht da noch interessant ist, sind also, wie können wir weitere Technologien aus Deutschland da promoten? Und da ist jetzt meinen Denken nach also immer der Fall, also was ist jetzt also preismäßig, wirtschaftlich und auch Konzepte, die dann adaptiert sind. Das ist jetzt mal mehr denn die Empfehlung. Ja. Gut, dann bewegen wir uns jetzt von China Richtung Afrika in eine wunderschöne Stadt, nämlich Addis Abeba in Äthiopien, und werden von Dr. Abeba Yehu Assefa einen Einblick in die Frage bekommen, wie lässt sich eventuell die von uns so oft zitierte Landflucht oder die Tatsache, dass Menschen vom Land in die Stadt fliehen, um dort Zukunft zu finden, wie lässt sich das in den Griff bekommen? Die Präsentation haben wir am Telefon vereinbart, wird auch auf Englisch sein, auch wenn er eigentlich fließend Deutsch spricht, habe ich auch am Telefon gemerkt, aber er fühlt sich mehr zu Hause im Englischen. So, the floor is yours. Yeah, thank you. Guten Abend. Tut mir leid, mein Deutsch ist schon schlecht geworden. Ich war in Deutschland gelernt vor 21 Jahren in Aachen.
Damals habe ich in Deutsch gelernt, aber nicht mehr. Sorry. There was some modification that was done yesterday afternoon after I received a call from Mr. Stefan. And the modification was to have all the speakers coming with a flow of ideas. So I shall be trying to discuss on what we have seen. We cannot say Ethiopia is one of the mega cities that we can take as an example. Over the years, over 125 years, Ethiopia has the population of Addis Ababa, for example, has gone by from very few hundred to nearly 3,500,000 people. So we have not yet reached the definition of megacity. We shall discuss about here the exodus of rural population into the cities and this problem on the energy supply. I shall try to introduce for some of us who have very little idea where Ethiopia is and how the geographical situation is. I shall also indicate some of the energy resources that we have in Ethiopia. What are the reasons for people fleeing from the rural to the cities? And finally, energy generation and dissemination, which are prerequisites for the reduction of people fleeing the rural area. Ethiopia is a landlocked country which is bordered on the north from Eritrea. You have the Sudan, Kenya, and you have Somalia on the east. It is a landlocked country. The population, you can see different population sizes in different papers or census. 85.2 million is the population, and it is considered to be the 10th largest, it is having the 10th largest size in Africa with 1.1 million kilometers square. It is the most populous landlocked country in the world. Addis Ababa is established in 1886. Then what did Addis Ababa look like in 1886, in before 125 years? The following figure indicates the center of the town, then called Addis Ababa. 125 years, in 1886, this was Addis Ababa, the center of, or the capital city of Ethiopia. Now, Addis Ababa has an area of 350 square kilometers. The population is nearly 3,574,000. It is getting denser now. You can see 6,750 is the population size per kilometer square. This is what we have in 2010. A congested city. This is one of the areas in Mercato, where this is a trade center of Africa, it is called. These are some of the buildings that you see now. You can compare what it looked then and now. This is one of the city centers. Energy resources of Ethiopia. It has a number of resources, renewable energy resources. If you talk of green energy, then we have biomass, solar, natural gas, hydropower, geothermal, wind, etc. The solar energy potential of Ethiopia is one of the highest in Africa. As indicated in this figure, the reddish part here, the arid and semi-arid
areas have potentials between 7.5. The yellow ones are 4.5 to 7.5, where we have the red, kilowatt per meter square per day, maybe three times what we have here in Germany. The hydropower potential of Ethiopia. Ethiopia has one of the highest potentials in Africa, next to Congo. We have, it ranges from 30 to 40 gigawatt, out of which we have currently utilized only 1,200 megawatts, sorry, and which is nearly 4% of the total potential that we have. If you have been following the news, currently the Ethiopian government is planning to build a new dam on the Blue Nile basin, which will be producing 5,250 megawatt. Wind energy. Wind is one of the potentials of Ethiopia. We have 120 megawatt of wind farm is being under construction in the northern part of Ethiopia. Other three different installations have been, the feasibility studies have been done, completed, and wind farms, which will produce 450 megawatt in the next 3 years, will be installed. Geothermal, again, the geothermal energy, we have around 700 megawatt of energy, which is scattered from the, in the Rift Valley from the south to the yellowish, darker areas that you see here are the geothermal potential of the country. Some of, I had to cut a number of slides to come to this point. What are the reasons for the rural population to flee into, I mean, the rural population to flee into towns? Migration of rural population to the urban cities result from search of better economic opportunities. In the city, you have, it is called, I mean, the center of, I mean, a place where you have money, where you have wealth, and wealth is centralized. So people try to come to the center of the town, and they have been moving from the rural area, particularly the young, and people who can farm land and produce cereals or food materials have moved from the rural area to the town in search of better opportunity, economic opportunities. Other reason for moving to the cities include the following. Some of them are pushed from the rural areas because of poverty, because of environmental degradation. After plowing the land for very long time, it will be degraded. When it cannot produce anymore, people try to move to town. Food security and lack of basic infrastructure, and people who have lived in the rural, urban areas move to the, their origin, the rural areas. And when they see people who have come from the urban area, others will be attracted with the money that people who have lived in town go back to the rural area, and they attract more people to come to town. The other is they are pulled into the urban areas by advantages and opportunities like education. In the rural areas, education is less spread. You may say education is not available. There is no electricity, water, and infrastructure is not attractive in the rural area. So people are pulled into the urban areas by advantages and opportunities, which are indicated here.
The prerequisite for the reduction of urbanization, I think, is the energy supply and its dissemination. We can minimize the gap between people living in town and in the rural area. If the living standard gap is minimized, then the large number of people moving from the rural area to the town will be minimized. Without access to modern energy resources, the urban poor will not be able to grow beyond. Okay, what happened is, even in the rural areas, the population has increased over the years, and they have the same land to be plowed. If the population in the rural area is increased, and if you have the household number is doubled, then, and if they are plowing the same area of land, then they cannot develop, or they cannot grow beyond subsistence level. So they will be pushed, or they will go to the town in search of economic privileges. Access to modern energy supply makes it possible to improve living conditions substantially through development of modern agricultural. The best thing will be then to discuss. I think I have given some points only. The best thing will be to discuss. I'm sure there will be a number of questions. I'm ready to answer questions. Modern energy supply enables the state to offer education. Now, if you have modern energy supply, the government or the state can offer education, health, and communication facilities could be made available for people, and they can be stationed in the rural area if these facilities are fulfilled. Modern energy supply encourages the dissemination of information. Now, what the new era has generated in Ethiopia is people have started using cell phones in the rural area also. People who generate or produce food items talk to people in town to know the price of a certain cereal. So they will sell at a certain price based on the price that we have in town. So this modernization of telecommunication has improved some living standard of the rural people. Okay. I thank you very much. Thank you. Vielen Dank, Abeba Yehu, für den Einblick nach Äthiopien. Ich denke, dass man sagen kann, dass das sicher auch für viele andere Länder Afrikas oder andere Entwicklungsländer insgesamt gilt, dass Energy der Schlüssel ist, Energy Access, also Zugang zur Energie, und sich dadurch eben auch das Thema Bildung, weil es dadurch Zugang zu Informationen gibt. Manchmal hängt es an so ganz einfachen Sachen, dass das Licht fehlt zum Lesen abends, dass Energy Access eines der Schlüssel ist. Ich spare mir die Frage, die ich jetzt gestellt hätte, um gleich weiterzugehen, denn natürlich interessiert mich jetzt und interessiert uns hier, wie kann man denn Energy Access tatsächlich ermöglichen in Entwicklungsländern? Was ist denn der geschwindigkeitsbestimmende Faktor, warum es noch so langsam geht? Ich verspreche Ihnen und uns, dass wir diese Frage mehrmals uns gleich noch stellen werden. Jetzt begeben wir uns aber erstmal wieder in ein anderes Land und bekommen andere Informationen, wiederum vielleicht auch Schnittmengen und Einsichten aus Bangladesch.
von einem Architekten, der sein Handwerk versteht, der mehrere Gebäude und Komplexe realisiert hat, aber eben auch ein Experte für Stadtentwicklung ist. Ich freue mich sehr, dass er da ist, Saif ul Haq, Architekt aus Bangladesch. Und er wird die Frage beleuchten, welche Schnittmengen ergeben sich aus den verschiedenen Aspekten Energie, Wassermanagement, Ressourcenmanagement aus der Sicht aus einem Entwicklungsland Bangladesch. You have the floor. Thank you, Stefan. Good evening, ladies and gentlemen. The topic we're talking about, urban futures. And for Bangladesh, imagining a situation 40 years from now, I mean, it can be a frightening one. I mean, if we sort of consider the current trends, we have a very intensely growing situation. And what we're going through is kind of what you call growth pains. I mean, when you grow very rapidly, it hurts. So we are going through a situation like that. The urbanization is happening very rapidly. Dhaka is the capital of Bangladesh, and that's where most of the growth is happening. So I'll just give a brief introduction to the scenario. I mean, what is going on as this rapid urbanization is happening, and not exactly that how many or how much we are trying to do to overcome, but at least there's already a lot of efforts underway, and at the end I try to sort of indicate a way out. So let's go. Bangladesh, as you all know, is one of the densely populated countries in the world. The land area is half of Germany, and population is double of Germany. So you can imagine what the density is like. These images are from Dhaka. You can see the streets of Dhaka. You only see people and transports. So this is how to be in a... We're talking about density this morning, so I think some of you can come and see what density is like in Dhaka. And as a country, we're also vulnerable to the climate change. We're not contributing much to the global warming, but we are in the receiving end. Our much of our land mass will be underwater by 2050 if the global warming cannot be arrested. If it cannot be, I mean, I don't know whether we can reverse the process, whether we can freeze the icebergs or form new icebergs in North Pole, but what has melted has melted, what will melt will melt. So we have to, I mean, we are at a very vulnerable situation, and you can see how it is changing, how the people are being affected. Talking about economy, we were originally an agrarian economy. But lately, in the last 10 or 20 years, there's a big shift. And the shift has started with the garments, the ready-made garments industry, where most of our production heads to US and Europe. And some of the big stores here carry things. So there is a sort of a connection now, economic connection between the developed countries and also Bangladesh. So we have, we still have an agrarian economy, but it's changing. And the location, where are we? Where are we located? We are part of the larger South Asian context. We're part of the Indian subcontinent. We are located in the north, southeast corner, and close to China, I'd say. And in 47, the political boundaries were defined for Indian subcontinent. And in 1971, we redefined when we fought a war with Pakistan and made ourselves independent. Coming back to the cities, Bangladesh
is not a country that has got a city just the other day. Bangladesh is a country which has a very ancient history. This is an image from a ruin of a city site from 5th century BC, from the Mauryan and Sunga times. It's in lies in ruins now. But unfortunately, we did not have a very continuous urban development. And in 1971, Bangladesh became independent, and Dhaka became the capital of the country. And you can, some of you must be familiar with this image of the parliament in Dhaka, a very well-known architectural masterpiece by Louis Kahn, the American architect. He designed the parliament of Bangladesh. So from 71, the history of Bangladesh is a history as an independent country in the modern times. And as the economy has been growing, the changes happening, we have been also making very good progress in terms of economic and social. This morning, when someone was referring to Dr. Yunus's model, I felt good that Bangladesh has also made a significant contribution to poverty alleviation. And I was quite sort of impressed that his model was being discussed. Yes, we have made good progress, but that is not enough to see us through into 2050. I mean, we have to do more. And you know that in terms of governance, we have been very much sort of committed in having a democratic environment. Democracy, we have been, trying to sort of establish democracy in a very strong manner. In a country where 80% of the population is Muslim, we try to have a very secular outlook, not very sort of extremist views of life. So Bangladesh has been making significant progress. But as I told that this progress is not enough, we face serious problems. In terms of urbanization, as I mentioned that Dhaka being the main city, it's like a primate city, but there are about 100 plus cities which has population more than 30,000. I mean, if there is an uniform urbanization, I'm sure that the people in Bangladesh will live much better off. But at the moment, there is an imbalance in urbanization. Dhaka attracts most of the people, and Chittagong, the port city, is the second largest city of the country. And how is it like now in Dhaka? So this is an image of Dhaka. I mean, buildings of all sorts, high-rise, low-rise, mixed-use, single-use, and it's a very dense urban thing. The streets of Dhaka. We did not really plan for an automobile society, but we have got the ability to now buy automobiles, and the roads are not enough to cater to that growing number of automobiles. Building rules. I mean, when you transform very rapidly, the planning is not keeping at pace, so people can't wait. We construct, and our environment results in such, where there's lack of natural light and air, and you can imagine that how the buildings are closed in proximity. And then also, there are disasters. I mean, this is a photo from recently, a building that was going to be constructed where the shore pile collapsed and it affected the surrounding areas. So there is a serious, and also pollution of water. We have been able to do some improvement in managing the air quality by converting into compressed natural gas, but the number of vehicles still continue to rise. And there's also the economic disparity between the people. There's definitely an affluent class, and there's the class which do not have much. So you can see that how the divide is. This is the water body, a lake, where one side the affluents live, and the other side the have-nots live. And again, this imbalanced development. You have very ultra-modern buildings with
glass and other things, and on the other side you have shanty towns. And then when you have such a pressure, you also have to have land. And Bangladesh, being a deltaic country, there are most of the land is under the flood plain. So we are sort of filling up our land, which used to be submerged in water, just to augment the land resource for the city. And it's also happening without much of a planning. This is how the situation is like. I mean, taking sand from the riverbeds, filling up the lowlands, and it's causing serious ecological and environmental problems. And of course, as I mentioned earlier, we are only seeing the city as city of buildings, but not a city which will have open spaces or other institutions, because people at the moment are very concerned that we must have buildings. So how do you sort of look into the future? It's not that there hasn't been any planning going on. There has been a lot of plans. Unfortunately, as I mentioned, the plans could not keep up with the growth. So how do we look into the future? As I told you, it is difficult, but I think that our first objective could be to understand the growing scenario very effectively. I mean, unless we identify the problems clearly and we understand the problem and we have to sort of set out the objects very clearly and then get into this planning and designing. I mean, I'm sure that it's, I think that it's not too late to formulate a proper plan which should have a holistic approach. The plan we have to do is a very clear plan, no vagueness. The plan has to be detailed out. We can't leave rooms of wrong interpretation or misuse of the plan. And the plan has to have participation of people. I mean, we just can't make a plan and just leave it, drop it on the city. So this is the plan. So we have to devise a way that how we can integrate our people into the planning process. And of course, finally, the plan needs to be implemented. I use the word also designing because that's where, I mean, people like me come in. I mean, it's not that we write thick reports of plans and give a lot of statistics, but we have to have them in a very communicative manner presented to the people, and that's where visualization comes. We have to make plans that people can understand easily and people can say that, yes, this is the kind of a city we should have. And in implementation, as I mentioned before, that we really don't have that much of wealth. We are a growing economy. So we have to face it. Also, in terms of expertise, we definitely need to also get expertise. And we should also collaborate with other countries of the world who have experienced similar situation before. And then there is technology, and also we need to monitor how the plan is being implemented. It needs to be reviewed. We make a plan, and then for maybe 10 years, we forget about it, and one fine morning, you wake up, oh, nothing worked according to it. So we need to review, and finally, updating that plan. That plan needs to be updated. And probably that in that way, we could really work out a sustainable urban future for Bangladesh. That's a brief introduction to this scene in Bangladesh. Thank you very much. Ja, vielen Dank, Saif, für den Einblick in die Realität in Bangladesch. Ich denke, das war sehr, sehr informativ und wirft natürlich wieder erneut die Frage auf. Ja, es passiert einiges Gutes. Wir haben es eingangs gesagt. Es gibt nicht Grund nur zu jammern. Es sind viele Fortschritte gemacht worden, auch in Bangladesch.
Es gibt auch in Bangladesch, vielleicht kommt man da später nochmal drauf zu sprechen, auch das gute Beispiel mit Microcredits, wie man mehrere tausend Solaranlagen in das Land gebracht hat über Microfinancing. Aber auch das ist nicht das Nonplusultra, das muss man richtig machen, sonst kann das katastrophale Folgen haben. Also es gibt viele Fortschritte, aber doch bleibt die Frage, warum nicht schneller? Woran liegt es? Ist es so einfach zu sagen, am Geld, oder wie können sozusagen die Geldflüsse schneller in die Richtung kanalisiert werden, sodass eben auch in Ländern, die doch noch, sagen wir mal, ganz anderen Aufgaben gegenüberstehen, als man jetzt in Hamburg oder in Berlin sich gegenüber sieht, wie kann man die Entwicklung für nachhaltige Stadtentwicklung beschleunigen? Und ich verspreche mir ein paar mehr Ideen oder Anreize, wenn auch nicht, das kann man nicht erwarten, die Antwort auf die Frage von Michael Knoll. Wir haben in dem Vorgespräch lange darüber diskutiert, ob man die Frage nach dem Rate Limiting Factor überhaupt beantworten kann, also was der geschwindigkeitsbestimmende Faktor für Nachhaltigkeit in Städten, in Entwicklungsländern ist. Kann man so natürlich nicht, aber es gibt doch einige weitergehende Analysen und Ideen dafür. Und Michael Knoll, Sie haben das Podium. Danke, Herr Schurig. Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage überhaupt beantworten kann, nachdem ich jetzt gehört habe, wie schnell in China Prozesse ablaufen, und wir sind in einer Region tätig, in der Prozesse, glaube ich, in anderen zeitlichen Schritten umgesetzt werden. Ich möchte kurz auf die Region eingehen. Das ist die Region Gauteng mit den Städten Johannesburg, Ekurhuleni und Tshwane. Die sind ungefähr dreimal so viele Einwohner in dieser Region als hier Berlin hat, auf einer Fläche sechsmal so groß. Das heißt, wir haben ein vollkommen anderes Bild als in Dakar. Hier sind andere Siedlungsmuster, die zum Tragen kommen, etc. Die Region, über die ich spreche, die macht 1,4% der Fläche Südafrikas aus. Hier leben etwa gut 20% der Bevölkerung Südafrikas. Also Südafrika hat ungefähr 49 Millionen Einwohner. Hier wird aber gut ein Drittel des Bruttosozialprodukts erbracht. Und wenn man sich jetzt nochmal die Region anguckt, dann kann man eine sehr hohe Arbeitslosigkeit feststellen, gut 25%. Da sind nicht die Menschen mitgerechnet in prekären Arbeitsverhältnissen. Die Einkommensverteilung in Südafrika ist extrem ungleich. In allen internationalen Vergleichen steht Südafrika da immer ganz hinten. Ungefähr ein Viertel aller Haushalte in Gauteng leben an und unter der Armutsgrenze, definiert nach UN-Standards. 12% der Haushalte führen dagegen einen, wenn man so will, amerikanischen Lebensstil. Letztere verbrauchen ungefähr 2/3 des gesamten Energieverbrauchs des Haushaltssektors. Es sind eine ganze Reihe von Aktivitäten im Gang. Ärmere Haushalte zu unterstützen, beispielsweise durch Free Basic Electricity. Das Problem ist, dass nicht alle angeschlossen sind. Das heißt, die nicht am Stromnetz sind, versuchen das oftmals illegal herzustellen mit allen Folgen, die damit verbunden sind, also Stromschläge, Brände, die ausgelöst werden, etc. Es gibt
ein Programm in Südafrika, das nach dem Ende der Apartheid gestartet wurde, nennt sich Reconstruction and Development Program. Und innerhalb dieses Programms sind in Gauteng seit 1994 ungefähr 600.000 Einheiten gebaut worden. Also auch wenn ich da wieder das China-Beispiel vor Augen habe, da sieht man die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die es in den sich entwickelnden Ländern gibt. Ein Riesenproblem, wie gesagt, Wohnraumversorgung für die Ärmsten. Insgesamt für Stadtentwicklung ist denn darin begründet, dass diese Versorgung in die Fläche geht. Also die Beispiele, die wir jetzt aus Dakar gesehen haben mit mehrgeschossigen Gebäuden, werden aus kulturellen Gründen nicht angeboten. Das heißt, und auch die Akzeptanz für mehrgeschossiges Wohnen ist kaum gegeben. Das heißt, also hier muss eine erhebliche Veränderung stattfinden. Hier müssen Menschen überzeugt werden, dass auch in mehrgeschossigen Gebäuden vernünftig gewohnt werden kann. Wobei man auch sagen muss, natürlich ein einzelstehendes Haus mit kleinem Gärtchen bietet nochmal für die Ärmsten auch die Möglichkeit, kleines Einkommen beispielsweise über Gemüseanbau etc. zu erzielen. Das als so ein kleinen Blick nach Gauteng rein. Was sind so die Möglichkeiten, gegenseitiges Lernen, Übertragung von Modellen, Prozeduren etc. anzuwenden? Ich glaube, eine ganz banale Geschichte ist, dass man tatsächlich auch Erfahrungen, die man hier gemacht hat, im Rahmen von der Entwicklung von Klimaschutzkonzepten etc. versucht zu übertragen. Natürlich, und das hört sich jetzt relativ banal an, aber anders ist es halt nicht möglich. Es muss angepasst sein. Das heißt, das, was wir jetzt in diesen wenigen Beispielen schon an Unterschieden gesehen haben, verdeutlicht meiner Meinung nach, dass die bloße Übertragbarkeit gar nicht möglich ist, sondern die Bedingungen sind dermaßen unterschiedlich, dass Vorstellungen, die hier in Deutschland entwickelt wurden, ganz sicherlich so nicht übernommen werden können. Aber ganz wichtige Sachen sind beispielsweise auch den Versuch zu machen, zu verstehen, wie das städtische System funktioniert, vernünftige Datengrundlagen auch zu haben, damit man Entscheidungen auch treffen kann auf einer halbwegs gesicherten Basis, sagen wir es mal so. Und es ist, glaube ich, unumgänglich in der Zusammenarbeit, dass tatsächlich das Expertenwissen vor Ort viel stärker genutzt wird. Also wir haben beispielsweise, wir setzen so ein Modell ein, um Szenarien auch für Energieverbräuche, CO2-Emissionsreduktionen etc. zu rechnen. Das Modell ist hier als ökonomisches Modell von der IEA entwickelt worden. Es ist also für entwickelte Länder entworfen worden und bestimmte Annahmen, die in diesem Modell stecken, das sind Annahmen, die für uns zutreffen, also der Homo economicus. Nur dieser Homo economicus ist nicht unbedingt die handelnde Person in Südafrika oder in anderen sich entwickelnden Ländern.
Umsetzung braucht viele Schultern. Wenn man an das Ausmaß denkt, über das wir sprechen, also wie viele Roms innerhalb kürzester Zeit in China gebaut wurden, aber wie viele Menschen in Dakar oder in Gauteng unterversorgt sind mit Shelter, mit Zugang zu Wasser, zu Elektrizität, denke ich, muss man auch eingestehen, dass möglicherweise die Mittel, und das betrifft einerseits die Finanzen, aber andererseits auch die Kompetenzen, die Qualifikationen etc. nicht ausreichend vorhanden sind, um schnelle Erfolge zu erzielen. Also wir hatten einen Workshop im März, wo ein deutsches Unternehmen, Rehau, erklärt hat, sie sind im Grunde genommen fast mit ihrem Investment gescheitert, weil die Qualität der Umsetzung, also die machen Fenster, Gebäudeteile etc., die Qualität der Umsetzung nicht gegeben war. Insofern Reklamationen kamen, dass die versprochenen Services nicht eingelöst werden. Und insofern hat man sich entschieden, viel mehr in die Ausbildung auch reinzugehen, wenn man weiter am Markt in Südafrika tätig sein möchte. Und vielleicht noch ein letztes ist mein persönlicher Eindruck. Klimaschutz ist nicht unbedingt der Hauptgegenstand dort unten. Also aus meiner Erfahrung sind Entwicklungsziele wie Verbesserung der Lebensbedingungen für die Mehrheit der Bevölkerung, Gesundheitsschutz, Arbeitsplätze, im Fall von Südafrika Black Empowerment, wichtigere Ziele als Klimaschutz, CO2-Minderung, sondern Letzteres muss zusammenverkauft werden als Added Value, beispielsweise im Rahmen von Entwicklung Green Economy, aber sozusagen als Flagge voranschwingend kommt man da zumindest aus meiner Einschätzung in Südafrika nicht allzu weit. Schönen Dank. Ja, ich hatte mir auf den Zettel aufgeschrieben als Frage, kann Klimaschutz nicht eigentlich den Städten in Schwellenländern und den Städten in Entwicklungsländern völlig egal sein? Weil es dort eine ganz andere sagen wir mal, Ausgangssituationen gibt. Sie haben verschmutztes Wasser, sie haben schlechte Luftqualität, sie haben eine schlechte ökonomische Ausgangsbasis, anderes Bildungsniveau. Das heißt, warum sollen die sich über Klimaschutz kümmern? Und ein Gedanken, den ich dabei in dem Zusammenhang nochmal äußern will, Klimaschutz sollte ihnen auch aus eigenen Motiven heraus und auch aus finanziellen Motiven heraus nicht ganz egal sein. Nicht so sehr deswegen, weil ich glaube, dass nun gerade die Städte Vorreiter sein müssten in CO2-Einsparmaßnahmen, denn wir wissen ja alle, weit über 80% der weltweiten CO2-Emissionen kommen eben nicht aus diesen Ländern, sondern kommen hier aus Deutschland und aus Japan und aus den USA. Aber es kann deswegen ein Grund sein, weil der internationale Politikprozess im Moment finanzielle Mittel im Zusammenhang mit Klima ermöglicht. Es gibt einen Green Climate Fund, entschieden von der UNFCCC, der sich zum Ziel genommen hat, ab 2020  100 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung zu stellen für Klimaschutzmaßnahmen. Und dazu gehören auch Mitigation, aber eben auch Adaptation. Und beides ist natürlich für Städte, gerade in Entwicklungsländern, von großer Relevanz. Das heißt, wenn wir über die Frage diskutieren, dass finanzielle Mittel fehlen, um einen Austausch zu organisieren, um eine nachhaltige Stadtplanung zu realisieren, dann sollte man vor dem Hintergrund das Thema Klimaschutz sehr ernst nehmen, aus rein diesen Erwägungsgründen.
Ich will jetzt von unserer Seite es erstmal gut sein lassen und Ihnen die Möglichkeit geben, zu fragen. Ich schlage vor, dass wir zwei von der Seite nehmen und zwei Fragen von der Seite und dann zurück ans Panel. Vielleicht richten Sie die Fragen an jemand Konkretes, denn sonst hat es zur Folge, dass jeder sich bemüßigt fühlt, auf Ihre Frage zu antworten. Und dann sind wir schnell durch mit der Zeit. Ich fange einmal an. Der Herr da vorne. Wenn Sie sich kurz vorstellen. Mein Name ist Zöller. Ich möchte eingehen auf das, was der Herr aus Äthiopien gesagt hat, und möchte dazu anmerken, dass die Problematik der Energie und der Verfügbarkeit von Energie ein viel zu enger Ansatz ist, um beispielsweise über die Eingrenzung von Landflucht oder über die Verbesserung der Lebensumstände auf dem Land zu diskutieren. Das Schlimmste auf dem Land ist in fast allen Regionen des ärmeren Teils der Welt die absolute Rechtlosigkeit der Landbevölkerung vor allem in Bezug auf ihren Arbeitseinsatz. Der zweite Punkt ist, die größten Lebensrisiken für die Menschen auf dem Land sind nicht der Mangel an Energie oder solche Dinge, sondern ist Krankheit und Tod des Erwerbs, des Einkommenserbringers. Die Frage, können Sie die Frage formulieren, dass wir das war eigentlich keine Frage, haben. Es war nur eine meiner Meinung nach notwendige, ja, aus meiner Sicht durchaus notwendige Richtigstellung, um darauf hinzuweisen, dass der Energieaspekt ein Aspekt bei der Verhinderung der Landflucht ist, aber bei weitem nicht der einzige und vor allem nicht der wichtigste. Vielen Dank, Herr Zöller, für den Hinweis. Vielleicht der Herr hier vorne noch. Englisch oder Deutsch? Wie Sie möchten. Doesn't matter. Doesn't matter. All right. My name is Peter Sommer. I was born in India and I've lived most of my life in Germany. I have a question to Mrs. Magali Minow. She mentioned it, but it was passed over in a few seconds. Sweden has a crazy thing going China has a crazy thing going with this one child policy, and I don't comprehend that at all. We have problems in Germany because we have such a low birth rate, and the Chinese have inflicted that upon themselves just for the hell of it. Why? We just start with, do you first want to think a little bit about this question? We start with a question to you. I thought you wanted to collect them. Yeah, I thought it was a rather big question, which is why I thought we should answer it at the panel, and I haven't seen anybody indicating, waving or anything right now. So why don't you just elaborate a bit on the one-child policy in China and its impact on city development, and then we come to you. I think this is definitely a topic that is currently debated in China. And so there are already a lot of people that are, I mean, soon enough, a couple of years ago, have mentioned actually the need to revise and to reform that policy. And that is actually a huge debate is within the government itself, with the researchers having pretty much advised at that time, and so social researchers especially advised the government to change it. They've inflicted that at the time where pretty much they were afraid of running into the situation whereby in other countries we have definitely a demographic
growth that has been impacting a lot more the city and then, let's say, the urbanization. It was, I think, a couple of years ago, an interesting, perhaps, let's say, process for China, or at least this is the way they've seen it. It is currently a problem, and it would need to be reformed, but it is, at the moment, not really the case to be there. Has anybody said that it's a crazy idea from the very first day it was brought upon the Chinese people? Well, I would imagine. Well, it's rather a comment, isn't it? Basically, of course, there is always, let's say, different views on the topic, and especially on one topic like this, when you consider the people not having the freedom, having as many children as they want, and when we know exactly what's basically followed in terms of, let's say, infanticides. Of course, there are a lot of debate on that. But yeah. Nevertheless, now in Chinese cities, a lot of people also don't want to have kids, so this policy is actually overdue. There's a lot of people who basically would not go, and then we're going way beyond, let's say, the reproduction rate. However, you would like to respond to the comment? Yeah. Thank you. I have taken the comment positively. Well, energy is not the only problem that we have, but it is a major. People, if you take Germany, people in the cities prefer living outside town. I mean, because they look for a better and fresh air. In what young people in Ethiopia say in the rural area is they live once and they will better live in towns. They say this because they have access to electricity, they have power, clean water, and so. To have clean water, I think you need pumps. In the rural area, you need power, electricity. To build schools, health facilities, you need electricity. Again, energy. Now we have different resources, like NGOs in Ethiopia at the moment who are working in the rural area use PV systems for power generation. Okay, because the vaccines have to be preserved. And clinics should run with electricity. If you operate somebody, you need power. People run from a rural area to the cities in search of disease, in search of hospitals to be cured from their diseases. If we had electricity or any other resource, energy resource, available in the rural areas, people would stop from moving to towns. One last point is, if we had mechanized farming facility in the rural area, people would not have gone to towns because the production will be better. They can sell their produce at a higher price while staying at a clean area. Thank you. Vielen Dank, Herr Weyu. The gentleman da vorne zeigt schon seit langem. A question to the both representations from Far East. My name is Heiner Benking. I'm with the Tagore Einstein Council and the Council on Global Issues. Mrs. Mena, I really liked, and we received this response from Shanghai, that they were really keen on the integrated design. But aren't we missing the other side of the coin? The view on the frame of references on the space, time, subject, and cultural dimensions? I'm asking, and I think I have to explain this, I was in Beijing 2 months after Rio, nearly 20 years ago. It was all UN states planners were invited, and the Beijing and China Business and Technology Transfer Center was asked to really solve all the questions we are talking here about 20 years later. A guy was made in charge, Hualin Guo, and he couldn't find the right wording
because the CEOs, the politicians, were thinking in quarters, they're thinking in election periods. And so we have to really, what people in Pentagon and White House now say, rule set reset, have to revisit our paradigms. I think it's very important that if we cannot find common agreement, the shared frames of references, the normative, participatory, and prognitive futures as laid out by the Club of Rome more than 40 years ago. I speak about predicament of mankind and problematique, not limits to growth. Why are we so blocked in trying to really do integrated design and not to adapting to the solutions which are at hand? Because the Arabs, I know it in state planning in Arabia in the mid-70s, that they had already rain water storage and gray water, dual water pipeline construction. Okay. It was all on the table. So why are we so blocked in our mindset? Thanks very much for this question. I have one more gentleman here, and then I close the questions to give the panel the chance to respond. Please. Okay, it's just related to this gentleman. My name is Benjamin Haubold from Bremen, Hochschule für Künste, and I'm a student of integrated design, so I'm really interested in this topic. So, Ms. Menand, you mentioned that integrated design is really a big issue. What should be done? What can integrated design do to develop cities in the future? Okay, I have one more question because this gentleman was waving for 5 minutes already. Danke, Philipp Schuck von der GIZ, ehemals GTZ. Ich bin verwundert, mit welcher Leichtigkeit immer noch über das Verhindern von Landflucht gesprochen wird. Ich sehe das als sehr problematisch an, denn es impliziert, dass nationale Regierungen die Mobilität ihrer Einwohner mitbestimmen sollen. Und ich glaube auch natürlich nicht, dass Elektrifizierung von Städten, vom ländlichen Raum alleine der entscheidende Faktor für Stadt, Land, Land, Stadt, Migration sind. Die Stadt hat weitaus mehr zu bieten, dass Leute vom Land in die Stadt ziehen, als Elektrizität und alle damit verbundenen Dienstleistungen. Das nur ein Kommentar am Rande. Ich wollte noch mal die Aufmerksamkeit auf eine Karte lenken, die der Kollege, der Herr aus Dhaka, uns gezeigt hat. Das war die Karte mit den Städten in Bangladesch. Und ich fand das eine sehr wichtige Karte. Sie war einfach diese roten Punkte. Und nochmal, obwohl wir uns alle einig sind, dass Lösungen immer einen lokalen Maßstab haben und immer lokal angepasst sein müssen, sehen wir doch, dass Stadtentwicklung auch sich in einem Städtenetz, in einem nationalen Stadtentwicklungssystem entwickelt, herausbildet. Und es geht eben gerade auch darum, die Städte eines Landes zu vernetzen, dass sie eine politische Stimme auch im nationalen Rahmen entwickeln. Städtenetzwerke sind sehr wichtig. Wir kennen das aus Deutschland mit dem Deutschen Städtetag. Den gibt es seit 1905 ungefähr und 1903, 1905. Und ist immer eine wichtige Stimme der Kommunen gewesen, um Dienstleistungen anzubieten, in der nationalen Stadtentwicklungspolitik eine Rolle zu spielen. Und genau das brauchen wir eben auch für Länder in Entwicklung. Wir müssen die Städte in den Ländern zusammenbringen, damit diese ihre Bedürfnisse gegenüber der Nationalregierung, der nationalen Rahmensetzung, ihre Bedürfnisse anmelden, durchsetzen, zusammen mit Bürgerbeteiligung. Vielen Dank. Well, thank you very much for those two questions regarding integrated design. It's actually a topic that is pretty much a hot one for us at the moment, and therefore I'm happy to answer that. First, a little bit of a background. I talked about the sheer size of, let's say, the problem as well as the speed. I think currently the discussion in China, when we talk only about the topic of sustainability in buildings and in cities, the discourse is pretty much only about technology. And that has been a topic. I mean, energy efficiency in buildings started, let's say,
as a topic in 2005, 2006 in China, picked up in 2006 when they first had the standards on energy efficiency for the buildings sorted out again. And this is basically the moment where people have started to really talk about green buildings, but I think it's always about, let's say, technologies, how can we build it, and what can put in there in terms of products. And it basically is a good discussion. However, it brings to the point all the ways that the ones who have to take the decisions, meaning the developers, are not keen at all on doing this, because that means especially more investment for them. So they are not interested at all. They are just basically property developers. And currently, if you see a little bit, you follow the real estate market in China, it's pretty much going up, and it's a big gamble. So there's absolutely no interest in building in quality. So it's that is a market problem, the way the market is actually built up. And this is where we are coming and trying to promote green buildings, only talking about solutions. Products, what you can do, what you can use in terms of product is not working. And the discourse, and I think a lot of projects that have been made in built in China, you could see a couple of nice examples of, let's say, countries who build, let's say, a nice house for 30 million euro. That is basically nice to see, but and definitely not replicable. It's just because it's high tech. It's high tech, it's built with all imaginable products and solutions you could build inside, but it's not actually what we need. We need something for the masses. We need something that is replicable. And there is integrated design at exactly the nexus to say, we're going to offer you a solution that is not high-tech, that is optimized, that is actually bringing value to your building. And this is where we hope we can motivate the developers. But again, we hope. At the moment, only 1% of new buildings are being green. So it's a very small amount of developers that have already understood the value for themselves. And as, let's say, an example, there is one company that is quite successful currently in Shanghai, one of our partners, a German company, who's offering this integrated design. And a couple of years ago in China, you would be sure it would be very difficult to basically sell engineering services, because that's not a product, you can't touch it. And it's actually quite functioning at the moment, because exactly that piece of know-how is helping those developers to build practically at the same price, because the initial investment is not higher, but a very efficient building. So I think it has a potential, and not for the building only, but for cities overall. So I don't know if that answers your question, but I think, of course, it's a rhetoric that has been there for a long time. Why it's not picking up, it's simply because still, however, now, the cities are not pushing it really, because they're dependent on the developers for, let's say, selling their land. And you have a whole market that is pretty much, let's say, here to make a quick buck on the house. So that's pretty difficult to pass on. But I think with those kind of ideas, we can make a step further. Dann hatten wir noch die Frage nach Landflucht und ob das nicht sehr viel weitergeht, beziehungsweise den Hinweis, dass man natürlich die Städte so organisieren muss, dass sie einen Teil der Landflucht auch entsprechend eher nachhaltig kompensieren können. Vielleicht dazu eine kurze Antwort und dann schließen. Yeah, thank you. Again, almost a similar question has been raised. As far as I am concerned, the first one was a comment, now it is a question. If you have seen in a very short moment that I showed the slides, I indicated that if we can reduce the gap between the standard of living that people have in towns and the rural area, if the gap is reduced, it's possible to reduce the exodus of the rural population. Electricity or power generation was taken as one of the major points, because with this power generation, you can improve the living standard, which
the cities at the moment have in the rural areas. If people get similar opportunities in the rural areas, I think less people will be attracted to cities. If you have education, now, if you take a very simple example, like a country in Ethiopia, something like 40, 45 years, we had around 40% of the land was covered with trees. That means the rural people were able to cut a tree and cook food. Now, after 45 years, the forest has gone down to 4%. What does that indicate? People will have to take a day off in fetch of wood for their cooking purpose. If they had electricity in the vicinity, wouldn't that reduce the movement of people? People get tired. I mean, if you have to fetch wood for a day and every day for the whole year, then they get tired. They want to go to the city where things are already available. So if the presence of electricity of power generation is set or if it is available, then cooking is easier for people. And they would stay in the rural area if they have health facilities. The health facilities require electricity. You cannot operate a person without electricity. So people have to go to town. Again, it's only one source of the problem, the absence of power in the rural areas. Vielleicht muss man noch ergänzend sagen, das ist, wenn es um Entwicklungsländer geht und vor allen Dingen, wenn es um die rural areas, also die Landentwicklung geht, dann ist Elektrizität erstmal nur das zweite Thema. Das wichtigste Thema, was wir uns anschauen müssen, ist die Art und Weise, wie Essen zubereitet wird. Ich weiß nicht, ob Sie die Zahl kennen, es sterben mehr Menschen weltweit an den Folgen von Rauchvergiftungen als eine Konsequenz von Indoor-Fires als an Malaria. Und das ist ein Thema, also Cooking Stove und sozusagen neue Technologien, um Essen besser zuzubereiten, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was letztlich selbstverständlich mit all den anderen Themen zu tun hat, wenn sie entsprechend durch die Konsequenz von Rauchvergiftung sozusagen eine geringe Lebenserwartung haben, dann zählt anderes auch nicht. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, das muss man sagen, gehört aber trotzdem zu dem Bereich Energie. Ich habe gar nicht erwartet, dass wir hier eine Lösung für die Frage finden, wie Megacities von Städten wie Freiburg oder Barcelona lernen können. Aber ich denke schon, dass wir einen sehr, sehr guten Einblick hatten in verschiedene Regionen. Einblick in Bangladesch, Einblick nach Addis Abeba, Einblick in Gauteng, Afrika. Und natürlich auch immer wieder die Frage, was wir sozusagen aus Deutschland heraus wiederum dorthin transportieren können, aber auch die Frage, was wir von dort mitnehmen können in unseren Teil der Welt. Ich glaube, man kann sagen, klar ist, für alle Regionen gilt, there is no one size fits all model. Es gibt selbstverständlich ganz unterschiedliche Scales, an die man die entsprechenden Strategien anpassen muss. Und doch gilt sicher für alle, dass der Austausch untereinander verstärkt werden muss, beschleunigt werden muss, stärker als das bisher der Fall ist. Ich bin ein großer Fan von Städtenetzwerken. Man muss aber auch sagen, bisher reicht die Geschwindigkeit der Veränderung nicht. Das heißt, man muss sich auch die Frage stellen, wie man bestehende Städtenetzwerke tatsächlich verbessern kann, um diesen Austausch zu erhöhen. Dann haben wir gehört, dass es natürlich eine große Frage der Finanzierung ist, auch der finanziellen Anreize, gerade mit Blick in Shanghai, der Incentives. Und die wiederum haben sehr stark mit dem Politikprozess zu tun. Das heißt, die Frage der Governance,
sowohl auf stadtregionaler Ebene als auch auf nationaler Ebene, ist von absoluter Bedeutung für eine nachhaltige Stadtentwicklung in allen Regionen der Länder. Auch wenn die Werkzeuge anders angewendet werden, auch wenn die Umsetzungsstrategien dann letztlich sich anders ausgestalten, doch ist es so, dass der Politikprozess entsprechend die finanziellen Anreize setzen muss, dass diese Veränderungen in der Stadt nach sich ziehen und tatsächlich realisiert werden. Insofern lasse ich Sie heute damit mit diesen Gedanken und den sehr unterschiedlichen Eindrücken in die Nacht. Bedanke mich außerordentlich für Ihre Aufmerksamkeit. Das muss man erstmal schaffen, dass man abends um 9:30 noch so konzentriert an so einem Thema diskutiert. Vielen Dank für Ihre Fragen und das ist es von meiner Seite, eine kurze Bekanntmachung noch von Dr. Rolf Kreibig. Ja, zunächst mal meinerseits vielen Dank, Stefan. Herzlichen Dank für alle Referentenbeiträge und die Beiträge aus dem Publikum. Sie wissen, dass die Agenda 21 einen ganz besonderen Schwerpunkt auch darauf gelegt hat, nicht nur das Finanzielle zu sehen, sondern vor allen Dingen auch die Organisation der Zivilgesellschaft. Das muss, glaube ich, in allen Ländern gestärkt werden. Wir sehen ja, dass damit wirklich einiges in Bewegung zu bringen ist. Meine Anmerkung ist folgende, weshalb ich nochmal auf Rio zurückkomme. Unser Institut ist dabei, nachdem wir eine Untersuchung gemacht haben über die Chancen, die für europäische Parlamente und europäische Regierungen durch die Agenda 21, durch die Rio-Konferenz erfolgt sind in Richtung Nachhaltigkeit. Und was da herausgekommen ist, sind wir jetzt dabei, die Kommunen zu untersuchen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Beitrag, hoffe ich zumindest, für die Rio plus 20 Situation in einem Jahr. Und meine Bitte ist die, wenn jetzt noch Teilnehmer sind, die aus den Kommunen kommen und möglicherweise etwas aus ihren Kommunen in Richtung Aktivitäten, ob das jetzt Agenda-Prozesse sind, ob das Nachhaltigkeitsprozesse sind, was auch immer, berichten können. Wir haben einen Fragebogen entwickelt, den wir bitten, vielleicht dann auszufüllen. Und zwar müssen Sie sich dann an unsere beiden Kolleginnen wenden, an Frau Barbara Debus und Katrin Nolting. Und ich wäre Ihnen allen sehr dankbar, wenn Sie sich daran beteiligen würden. Ich glaube, es nützt uns allen. Vielen Dank nochmal für Ihr Kommen und für die wunderbare Diskussion. Applaus